Boah, eine Lavakugel. Oh Gott. Jetzt muss ich noch eine bekommen. Frühstückszeit. Kämpfen wir mal gegen einen Phönix. Und zwei Feuerteufelchen. Wählt euer Schicksal. Ich werde jetzt natürlich zuerst den Phönix töten. Alles andere ist ausgeschlossen. Hau die Dots drauf oder so. Ich glaube, es heißt Dots. Ich weiß es nicht. Kenne mich dann jetzt nicht so groß mit den Begriffen aus. So, es ist der schöne Phönix tot. Oh. Sollte ich hier nicht eigentlich auch für den Dingens irgendwelche Sachen sammeln? Für diesen komischen Schamanen? Da war ja doch, glaube ich, mal was. Das könnte ich jetzt von euch auch noch machen. Oh, so wie eine zu viel. Na egal. Oh mein Gott, es gibt sie doch. Es gibt sie also. Oh mein Gott, es gibt sie also doch. Quest da. Wow, und ich dachte, die gäbe es nur in Legenden. Feuerteufelchen, Phönix. Machen wir Feuerteufelchen. Die sind die größten Monster aller Zeiten. Teil 2. Bereit? Besiege diese Monster. Töte 7 Feuerteufelchen in einer oder mehreren Schlachten. Kämpfen. Moment. Was wäre es denn, wenn ich nicht gerastet hätte? Soll ich... Ich mach das mal. Oh Mann, wo sind denn meine Glückswürfe? Ich arbeite mich systematisch an ihn durch. Oder durch sie durch? Weiß es nicht. Ich friere ich ein. Heilung auf ihn. Und jetzt wieder der berüchtigte Schlag. Sieht so hässlich aus. Hau ich mal auf ihn Regeneration noch drauf. Von dem German geht das schon etwas an den den Druiden. Tut mir leid. Druide und nicht Schamane. Das kann man sehr verwechseln. So, dann ist der da vereist. Bei der du hast Regeneration auf ihn drauf, wie immer. Wie immer auf alles Regeneration.
So, sind eh nur noch vier, also macht euch ja keine Sorgen. Und ist noch vor allem, ist noch gar keiner aus der Gruppe gestorben. Oh, ich habe einen Feuerball benutzt, habe ich gesehen. Oder gemerkt, zumindest. So. Victory. Oh, zwei und der eine Ring. Der mir den einen Ring gedroppt. Gut gemacht. Quest dann. Ziemlich zäh, was? Ach, ich kann immer noch Jagd auf was machen. Dann nehme ich noch die Phönixe. Niederstrecken. Dann nehme ich noch das Kampftraining. Gut. Quest. Phönix. Dies sind die größten Monster aller Zeiten. Teil 1. Bereit? Siege diese Monster. Vier Stück. Okay. Herausforderung angenommen. Das sind Elite-Monster. Ich glaube, die kann ich nicht einfrieren. Nein, kann ich nicht. Okay.
Ich habe gerade nicht viel zu sagen, weil ich gerade nachdenke. Sage ich immer in den Videos, ich werde es euch nicht mehr sagen, weil ihr das eigentlich wissen müsstet. Und immer wenn ich leise bin, denke ich nach. Aber nur gut. Naja, bei dem Kampf kann ich auch nicht mehr, nicht viel sagen, außer die ganzen Angriffe immer. Weil hier bei Knights of Pen and Paper habe ich nie so viel zu reden, das ist wie bei Paraworld. Da fallen mir immer passende Themen ein. Na gut, die da passen zwar nicht zum Spiel, aber trotzdem. Das habe ich außerdem falschen Skill genutzt. Egal. Naja, bald habe ich Ferien. Das ist doch auf jeden Fall schon mal was Gutes. Und ich muss immer noch das Geld von meinem PC zusammensammeln. Ruht euch aus, solange ihr es noch könnt. So, noch zwei Phönixe töten. Das sind vier, keine drei. Das soll wohl ein Witz sein. Nein, das soll kein Witz sein. Meteorit. Wie nett die eigentlich immer rumtun, wenn sie sterben. Immer so fiebibi. Ach ja. Schön gemacht gespielt eigentlich. Das Knights of Pen and Paper. Plus 1 Edition. Ups, falscher Skill. War recht unpassend, aber naja, egal. Victory 365 Gold. What the fuck? Da fuck. Thank you.
Na. Victory. Ein Ektoplasma. Wow. Gut gekämpft. Quest dann ziemlich zäh, war. Oh, es gibt noch. Immer noch Jagd. Nein. Das mache ich jetzt nicht mehr. Wir gehen jetzt mal nach Burg Abendlicht. Warum kehren wir immer hierher zurück? Weil das dieser Hauptpunkt der ganzen Kampagne ist. Lieber Typ, der das gerade gefragt hat. Aus der Gruppe. Die Schmiederinge behalte ich immer noch. Kaufe ich noch eins. Ich weiß nicht, ob ich das kaufen soll. Kostet so starke Lava-Amulett noch. Ah, okay. Gut. So. Prinzessinnen-Schwester, beginn. Abendlicht, Prinzessin. Bitte, Abenteurer, meine Schwester wurde von bösen Mächten entführt. Sie wurde zum Vulkan des Phönix verschleppt. Keine Sorge, Prinzessin. Wir werden deiner Schwester helfen. Reisen. Vulkan des Phönix. Oh, man sagt ihm im Wege ein Phönix. Okay, ich muss um den Gegenstand Prinzessin und Schwester zu retten, muss ich hier die Gegnerwellen besiegen. Entweder waren es 2 oder 3, ich weiß es nicht. So, jetzt ist das tot, das Ding. Victory. Ein Steak, cool. Und ein Phönix. Schwester der Abendlicht, Prinzessin. Oh, hol der Abenteurer. Ich hatte solche Angst zu sterben. Du bist nun in Sicherheit. Quest done. Schwester, danke für meine Rettung.
Okay. Die Quest ist erledigt. Seltsam. Naja, gut. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. Ich guck mal, ob ich hier noch was groß zu erledigen habe. Im Goblin-Verstück habe ich alles fertig. Da auch. Hier nicht. Da schon. Da auch. Nein, ich will doch nicht zum uralten Dschungel. Naja, sind wir wenigstens wieder im Startdorf. Hat doch auch irgendwas Tolles. Fliegende Würfel. Wüste Sande des Zeit. Nun ja, gut. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich verabschiede mich auch wieder mal wieder von euch. Also, Leute. Bewertet den Part, je nachdem wie euch gefallen hat. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls ein Abo da. Und natürlich, Sun Bros, praise the Sun. Yo, und bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, wir spielen Knights of Pen and Paper oder ich. Und diese epische Musik. Also dann, bis zum nächsten Mal.